Önce kalbime, sonra evime girdin ya, nasıl mutluyum. Şeker yapışmış sanki diline, bu en tatlı şeyi duydum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und Schatz. Wir müssen mitmachen. Hast du verlernt, Videos zu drehen? Oha, was hast du da an deinem Ellbogen? Wunderbar. Hast du da dran gelegt? Oh Gott, das sieht echt komisch aus. Heute, Leute, haben wir was Besonderes vor. Und zwar, willst du das erklären, Schatz? Wir gehen uns den Arsch abfrieren auf den Killesbergturm. Ja, Leute, auf jeden Fall, als ich das erste Mal hierher zu Toom Joy gekommen bin, haben wir unseren ersten Tag in Stuttgart verbracht und das erste, was wir unternommen haben, war auf diesen Turm zu gehen. Auf jeden Fall ist es übertrieben windig da. Ich blende euch hier ein paar Videos ein. Das ist noch vom letzten Jahr, April. Ja, also das ist übertrieben windig da. Wir haben heute vor, ein Schloss dran zu machen, ein Liebesschloss. Mhm. Ihr kennt es doch bestimmt, ne? Da steht so Name, Datum. Und warte, ich zeige euch das mal. Ich habe hier auch so eine kleine Nachricht da. Hallo Ebro, oha. Wie hast du meinen Namen geschrieben? Aywa. Hallo Ebro, viel Freude mit deinem Liebesschloss wünscht Judith. Judith. So Leute, ich habe hier zwei, ups, einmal diesen Schloss hier. Da steht für immer und ewig hinten und Ebro und Tunjai, 21.04. Und wir haben einmal noch den hier. Und ich finde den schöner und ich möchte genau den hier dran machen. Da. Ich wollte es extra in Rot, weil Rot meine Lieblingsfarbe ist und mehr zur Liebe gehört. Ja. Ihr könnt sowas natürlich auch machen lassen. Den Link packe ich in die Infobox. Ich freue mich so. Ich mache sowas zum ersten Mal. Wir wissen nicht mal, ob wir das überhaupt da dran machen können, ne? Wir machen es einfach, Leute. Leute aus Stuttgart. Ihr könnt da hingehen und unseren Schloss anschauen. Wie ihr macht das kaputt. Aber wir nehmen euch einfach mal mit. Und heute ist echt kalt. Ich zeige euch mal, wie es draußen aussieht. Ja. Es hat geschneit. Aber wir freuen uns, ne? Aber erst gehen wir frühstücken. Ja, wir gehen erst frühstücken. Mein Bauch macht die ganz so komische Geräusche. Also mein Bauch macht Geräusche, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. So was. Amandine, Bermudin. Danke sehr. Findest du? Nein. Sei auch nur Tag, wir haben nur Tag. Ein Edemetag, ja, sowas geht nicht. Dann machen wir das woanders dran. Das machen wir dann auf der Sparrenburg in Bielefeld. Okay. Weil da haben wir uns das erste Mal getroffen sozusagen. Und hier machen wir das. Biz niye tomlarda buluşmuşuz? Klischee. Ne kadar romantiyiz. Değil mi? Hadi gidelim karakola merkeze. Leute, schaut mal, wie süß Tunjas Mama ist. Wenn meine Mama sowas machen würde, ne, machen eure Mamas überhaupt sowas? Da ist immer so Süßigkeiten, immer so voll Süßigkeiten und hier hat sie noch was hingestellt, damit er den Müll dahin schmeißen kann. Und hier ist immer so, was ist für mich gewesen? Für dich? Immer wenn ich hier zu Besuch bin, ne, ich finde hier eine Flasche mit Glas. Richtig süß. Sowas machen wir bei ihm zum Beispiel nicht, wenn er zu uns kommt. Ich muss mein Wasser immer selber kaufen. Bitte, ich kaufe das Wasser. Suyumu kendim alıyorum. Ich schwör's, die Leute, kennt ihr diese Leute, die richtig undankbar sind? Ich kenne eine richtig gute Person hier. Sensen, du bist richtig undankbar. Sensen, benim en güzel balım. Nasıl olacak ya? Nenn mich nicht Digga, geh mal weg. Schäden, der Ersten. Leute, schaut mal, wie pervers du dein ist. Warum hängst du deine Jacke da auf? Ich glaube, ich überdenke das nochmal mit der Hochzeit. Wenn wir heiraten, darfst du deine Jacke auch da aufhängen. Was riecht hier so? Mimi schreibt Frühstück, also. Okay, Leute, wir gehen doch nicht frühstücken, weil Tunjas Schwester schon das Frühstück vorbereitet hat. Wann sollten wir denn müssen? Wem Socken, hä? Ja, ich will anziehen. Sucuk. Leute, deren Haus ist wie ein Labyrinth, ne? Am Anfang habe ich mich hier immer so verloren. Sollen wir doch lieber frühstücken gehen, nicht wahr? Die Pizza. Jemand das so immer? Mhm. Nö. das ist heiß. Leute, ihr schreibt mir immer, Ero, du wirkst langsam so lustlos und keine Ahnung, also wenn ich so Videos alleine drehe. Das kommt dadurch, weil ich meinen Schatz vermisse. Dann bin ich immer so lustlos und habe keine Lust, überhaupt irgendwas zu machen. Richtig auf die Privatsphäre. Leute, das heißt hier weckle.
Damit ihr Bescheid wisst. Bäckle. 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 Also ich nenne es einfach Brötchen. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich damit anfreunden kann, dass es bei dir Bäckle heißt. Aber für mich heißt es immer noch Brötchen. Merve. Sei hier mir mal. Lass schnell das auf essen. All on my own, my own work is gonna lie. Leute, das ist so immer so lustig, ne? Das Haus ist immer so leise und ich komme dann. Ich bin die Einzige, die ganze Zeit lacht. Ich bin die Einzige, die so richtig laut ist. Der Papa sagte auch gestern so, man merkt, dass ich gekommen bin. Weil ich die ganze Zeit nur am Lachen bin. Der Grund, warum ich hierher gefahren bin, war eigentlich, sollte Tunja ja erst zu uns rüber. Aber wir besichtigen ein paar Hochzeitssäle. Leute, ich habe einen Favoriten. Ich will die ganze Zeit diesen Hochzeitssaal. Ich habe so Angst, dass das Datum, was ich möchte, einfach vergeben wird. Wenn du so denkst, dann ist weg. Ja, stimmt. Ja, guck, ich habe euch in meinem letzten Video einen Film vorgeschlagen. Ich habe ja gesagt, ich habe ihn mir mit Tunja angeschaut. Immer positiv denken. Dann passiert auch das, was ihr wollt. Und danach am nächsten Video, ich sage so, Leute, ich habe das nicht bekommen. Falls manche sagen, die regen sich voll auf, dass du nur Türkisch sprichst. Juckt nicht. Und dann ist der mir schon der. Ah, also dem Dämmen was geschrieben. Nein, aber da muss ich immer übersetzen. Leute, das war gestern so lustig. Wir waren im Kaufland und an der Kasse war auch ein Mädchen. Sie kennt mich, sie guckt sich gerade auch das Video bestimmt an. Wir haben so mehrere Süßigkeiten, sie guckt so, das ist doch keine Kinderriegel. Und sie sagt so, wo sind die Kinderriegel? Du fütterst sie doch immer damit. Ich muss so lachen. Er sagt so, ja, hab zu Hause welche. Ja, richtig süß war sie. Na Leute, wir frühstücken erstmal zu Ende und ich melde mich dann später bei euch, wenn wir auf dem Weg nach Stuttgart sind bestimmt. Bis später. So Leute, also wir fahren jetzt nach Stuggi, nach Stuttgart, um die Schloss da anzubringen. Also wir haben es eben Tunjas Mama erzählt und sie hat uns ausgelacht. Oh, wie schön. Leute, hier sind voll viele Dings da. Flaggen, schaut mal. Flaggen? Was sind das hier? Das sind noch Flaggen. Weißt du, warum die da sind? Nein. Wegen Umzug ist doch Dings jetzt. Warst du noch nie auf deinem Umzug? Bitte Hexe oder Rakine, bitte Gesiela dir. Ach, Karneval. Karneval, Modi. Ja, klar, Schatz. Das heißt bei euch so. Aber nur bei euch. Ich habe letztens mit meiner Freundin geschrieben, die in Aachen wohnt. Auf jeden Fall, wir wollten halt bald nach Aachen fahren und sie hat halt gefragt, wann wir da sind, weil am 12. wohl Karneval ist und da ist eine Parade so richtig groß. Und sie meinte, vielleicht sind wir an dem Tag auch da, aber leider nicht. Ich will auch dahin, ich will als Hexe. Tja, Lolli. Leute, ich habe heute so einen Mantel angezogen, obwohl es eigentlich arschkalt draußen ist, aber ich habe es einfach nur für Fotos. Influencer haben schwer. Schatz, das haben meine Zuschauer vorgeschlagen, dass wir mal einen Carpool machen. Ein was? Ein Carpool. Nee. Also, das ist so ein Carpool-Video. Aber jetzt sind wir dort drin. Das ist dein Ernst? Man singt die ganze Zeit im Auto, einfach die ganze Zeit. Egal, ich schreibe das halt unten auf. Der macht halt immer solche Videos. Er lädt zum Beispiel so Justin Bieber ein, Selena Gomez. Dann redet er die ganze Zeit mit denen und die singen die ganze Zeit so deren Songs einfach. Wir machen Musik an, gehen zu den Songs ab und reden dabei. Was sagt ihr dazu, Leute? Ihr kennt doch bestimmt diese Carpool-Videos. Ne? Er dachte wirklich so ein Car-Swimming-Pool. Oh, scheiße, bin ich angestellt. Wir singen einfach auf Türkisch oder wie? Ja, eine Messer wie Schalkat Schürus. Und danach performen wir einfach zu diesen Songs. Während wir fahren. Während wir fahren? Ja, das ist doch deswegen ein Carpool. Also Leute, wenn ihr Lust habt, dann sagt Bescheid, weil auf dem Weg nach Bielefeld könnten wir das dann machen, weil das ist ein sehr langer Weg und dann haben wir wenigstens was, dann haben wir wenigstens was zu tun. Oder lass auf Deutsch machen. Volksmusik. Nein, lass Deutschrap machen. Boah, das wäre geil. So Leute, wir sind so gut wie da. Wir sehen schon. Ah, da ist sogar jemand drauf. Schau mal. Also kann gar nicht so schlimm sein, wenn jemand freiwillig da drauf geht. Oh, nicht, dass die uns sonst das abmachen oder dass die uns verklagen oder sowas. Ah, Leute, ich habe bald eine sehr schöne Geschichte für euch. Was Verklagen angeht, sage ich mal. Denn ich wurde verklagt, aber das seht ihr dann in den nächsten Videos vielleicht. Ya
Leute, da waren wir noch nicht mal zusammen, als wir hier hingekommen sind. Wir haben genau hier geparkt, glaube ich, oder? Genau hier? Ja, bei U2. Oh, ich habe gerade voll Flashback. Soll ich jetzt anfangen zu heulen? Ich schenke dir das. Frühzeitiges Valentinstagsgeschenk. Hallo, ein Geschenk darf man nicht abweisen. Hodding in der Limkilesberg, du ne. Leute! Du bist ein Arsch. Wir gehen da jetzt hoch. Wir werden richtig Spaß haben. Wir sind jetzt ein Stückchen gegangen. Und gleich geht's hoch. Es zieht ein bisschen, aber oben, ey, wenn ihr wüsstet. Ich hoffe, ich kann unbedingt so aufnehmen, ohne dass ihr die ganze hört. Das, wo wir gleich hingehen. Ich sehe da kein einziges Schloss. Unser Schloss wird der erste da sein. Scheiße. Ja, wir starten eine Tradition heute. Wenn wir nächstes Jahr wieder herkommen, noch einmal. Dann ist voll hier mit Schlössern. Wenn ihr aus Stuttgart seid oder Nähe, Leute, ballert diesen Turm voll. Schaut mal, wie das aussieht. Richtig krass. Wer soll da jetzt bitte hochlaufen? Ich mach gleich hier Fotos. Aschkim. Ich werde jetzt diesen Snap einblenden, genau vor 9 Monaten ungefähr. Reicht, oder? Nein. Aber man hat von hier aus wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Nein, ich kann nicht mehr, okay, lass Pause machen. Was tun wir uns hier an? Wir sind jetzt ganz oben. Hier sind schon Schlösser drin. Schau mal, zum Beispiel, dieser Schloss sieht aus wie unser Schloss. Rabia. Das sind immer Türken so. Viele Grüße gehen an Frank und Elke. Es ist echt kalt hier. Elim elimdeyken en sihirli kilit hep mutluluğa açılır. Essin dertler nereden eserse. So Leute, wir sind da jetzt auch runter und wir haben uns gedacht, dass wir den Schlüssel in so einen See reinwerfen. Ey, unser Schloss sieht richtig gut aus, man sieht das schon von hier. Haha, ihr andere seid nichts was. Wir müssen uns aber auch was wünschen. So richtig Klischee. Ja Leute, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein schönes Valentinstagsgeschenk, wenn ihr das noch nicht habt. Aber das kann man auch eigentlich unter Freunden machen, ne? Wenn ihr meint, ihr habt schon euer Bestie. Oh, hier sieht es echt schön aus. Also, hier werfen wir dann diesen Schlüssel rein. Schatz, lass uns jetzt was wünschen. Okay, wir haben uns jetzt was gewünscht und ich werfe diesen Schlüssel. Ich will irgendwie nicht. Egal. Wohin mit dir? Okay, das war's. Wir sind jetzt in einem Restaurant. Es ist so kalt und ich habe auch schon langsam Halsschmerzen. Ich dachte, wir machen noch was anderes. Also für heute mache ich Schluss. Auf jeden Fall danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Klickt auf diesen Button hier oder abonniert mich, wie jeder andere Mensch es tut. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sagt ciao. Ciao, ciao.